Hi und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind gerade dabei, die inneren Ring jetzt zu umrunden und zu bauen. Während die da noch fleißig Steine einmal abbauen, da einmal voll machen. Soll. Gut, währenddessen kümmern wir uns noch mal um den Bau von Türmen. Weil ich hatte da noch so eine Idee. Ich will das nur 4 hoch, weil ich will da oben ja so ein Ding draufsetzen. Obwohl, nee, so wollten wir das ja gar nicht machen. Die letzte Aufnahme ist jetzt wieder eine Woche her, deswegen kann ich mich ja nicht mehr ganz so gut dran erinnern. Wir wollten ja eigentlich hier so einen Turm errichten. So, weil wir gesagt haben, so. Und jetzt hatte ich noch die tolle Idee, hier in etwas Abstand sollte gerade reichen. Hier noch eine Plattform zu machen. Rampen werden nicht gehen. Nee. Nee, Rampen werden nicht gehen, aber wir können. Das wollte ich nicht. Hier im Bau. Ach, er nimmt es einfach nicht. Schade. Schade, ich dachte, er würde es nehmen. Außer es ist zu nah. Gucken wir mal, wenn wir es noch eins weiter weg machen, ob er es dann nimmt. Also. Was sagen wir einfach hier? Ich dachte, so sieht das dann etwas cooler aus. Aber nee, er nimmt es nicht. Er rastet es immer am Boden ein. Und ich. Kann die, glaube ich, nicht verschieben. Nee. Also müssen wir den alten Plan beibehalten. Das heißt, ich bereite schon mal hier die Bauaufträge dafür vor. Eins, zwei, sagen wir drei Abstand. Das ist immer dieser tolle Leck. So.
Ach komm schon, Spiel. Und dann noch die Brücke hier hin. Die Brücke wird uns übrigens, genau. Whoops kosten. Also machen wir mal 4 Whoops. Sammeln hier da ein paar Plätzchen dafür. Ach, du warst vom Bauauftrag. Nein, dich will ich da nicht. Genau, ich will einen von euch. Vom Quarry. So. So, dann wiederholen wir das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Das ist dann nämlich noch ein Build-Task. 1, 2, 3. So. So, und dann zu guter Letzt die Brücke dran. Und perfekt. Also das sind unsere beiden Wachtürme. So, dann mach du mal. Das kannst du wegleeren. Das brauchen wir nicht mehr im Augenblick. So, du kümmerst dich mal bitte um die Werkbank. So, okay. Dann können wir eigentlich auch gleich sagen, ihr sollt Türen einbauen. Hier und hier jeweils eine. Und die andere Baustelle hier drüben kann die Türen hier und hier einbauen. So. Und die Baustelle kann die verstärkte Tür dann hier. Nicht hier. Hier einbauen. Weil wir sind hier schon ziemlich fertig. Ich nehme es zurück, ehrlich gesagt. Wir haben vielleicht die Hälfte gerade mal geschafft.
Selbst unser Holz wird langsam Mangelware. Oh, der Türrahmen für die neue Tür ist schon mal gesetzt. Wo holt er jetzt gerade diesen Baumstamm her? Hat er den irgendwo da oben gefunden oder was? So, ich schicke dir am besten noch einen Helfer, der dir beim Holzhacken hilft. So, Seile haben wir genug für die Brücken. Ich hoffe mal, dass sich das ausgeht. Ich werde auf jeden Fall noch hier behelfs. Dinger brauchen. Jeweils. Hier auch, weil sie können ja nur vier hochbauen ohne Hilfe. Und eigentlich müssen sie nur die zwei Säulen hinkriegen, dass sie hier die Brücke bauen können. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Denke ich mal, hoffe ich mal. So, und hier kann ich jetzt noch abschließend die beiden setzen. Hier hinten will ich keine zwischen den beiden, weil das sieht komisch aus, aber hier die beiden. Dass es so aussieht wie hier auch. Weil hier ist jetzt fertig, hier können wir dem Dächer gar nicht im Weg sein. Ja. Block. Und da drüben auch. Perfekt. Sehr schön. Die füllen richtig gut wieder das Holz auf. Das kostet halt viel Holz, die Dächle, sage ich jetzt einfach mal, da reinzubauen, wo ich sozusagen die Rampenübergänge als Dächle missbrauche oder als Überdachung.
Haben wir immer noch 135 Dinger zum Platzieren. Es fehlt eigentlich nur noch die Säule, das, ja, die Säule auch noch. Okay. Dann haben wir wenigstens auch alle Säulen. So, bringen wir den Stein woanders hin. Der gehört nämlich da drüben hin eigentlich. Die Seite ist fast, also vorne ist fertig, die Seite ist fast fertig. Die Seite wird immer mehr fertig gemacht. Oh, sehr schön, die Säule ist jetzt auch fertig. Es fehlt wirklich nur die Säule und dann oben noch rum. Und ja, das ist wirklich etwas Abwechslung zum dem ewigen Rumgefülle, was wir bis jetzt hatten. Wir sind bald bei 104 Stunden. Und die meiste Zeit davon haben wir mit Füllen und Flätten verbracht, bis jetzt. Ja, sieht immer besser aus. Die Säulen sind alle, stehen alle. Hier sind wir auch fast fertig. Da drüben sind wir fertig. Er wird wahrscheinlich hier noch ein paar platzieren. Also die letzte Querstrebe. Genau. Fehlt eigentlich nur noch einer, der hier die drei füllen muss und dann ist nur noch hin zum Fertigmachen. Und da wird auch immer mehr fertig gemacht und gefüllt. Oh, er geht woanders hin. Ah, blöd, da eine Querstrebe hin.
Unsere Baumvorräte nehmen auch wieder immer mehr ab. Wie sieht's mit Platz für Steine aus gerade? Das wird auch langsam weniger. Aber hey, die Seite ist jetzt auch fertig. Es muss nur noch hinten fertig gemacht werden. Da fehlt zwar noch ein bisschen was,